Heute gibt es einen neuen Vlog von Chris und Mareike vloggen. Heute mal was Weihnachtliches. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem nächsten Video. Und zwar sind wir heute im Phantasialand und übernachten im Hotel Matamba. Das ist weihnachtlich geschmückt und in diesem Video zeigen wir euch das Frühstück. Darauf freue ich mich schon sehr, weil ich finde das Matamba mal sehr, sehr gut. Das Zimmer natürlich, das werde ich euch nachher auch zeigen. Ich werde euch eine Roomtour präsentieren und das Hotel an sich im afrikanischen Stil gehalten und genau, seid gespannt auf den kurzen Vlog. So, jetzt habt ihr schon mal ein paar Impressionen aus dem beleuchteten Garten gesehen. Und die Roomtour und das Frühstück gibt es dann morgen. Wir sind völlig fertig, ne? Ja. 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 Roomtour, Frühstück, morgen. Gute Nacht. Guten Morgen, 6.55 Uhr. Es geht jetzt zum Frühstück und wir nehmen euch mit. Ich kann schon gar nicht mehr richtig reden. Ich habe nur 6 Stunden geschlafen. Wie wir geschlafen haben, sagen wir euch gleich. Es war nicht so gut, wie wir es gewohnt sind im Matamba. Naja, mal gucken, wie viele Leute jetzt beim Frühstück sind und ob wir viel essen. Ich wage es zu bezweifeln, aber naja. Und die Roomtour und das Fazit gibt es am Ende natürlich auch noch. Thank you.
Wie hat dir das Frühstück geschmeckt? Wunderbar. Also so viel Auswahl gibt's, habe ich selten gesehen. Sehr frische Bäckerbrötchen und gefällt mir immer besser als im Europapark. Es ist alles da, was das Herz begehrt. Kalter Kakao, warmer Kakao, sowas. Schokobrötchen, richtig leckere Schokobrötchen, fluffig, fluffige Brötchen. Spiegelei, Rührei, Ei, alles. Ganz viele verschiedene Frischkäsesorten. Pancakes, Vorsicht, da fällt jemand gegen die Wand. Also ich kann es nur empfehlen. Und jetzt gibt es eine Roomtour. Mhm. Und mein Freund hier, den kann ich auch empfehlen. Jetzt gehen wir zum Zimmer. Hier übrigens einmal die Blackmon-Maschine. Wir haben 7.30 Uhr. Alles schläft noch. Und Mareike zeigt euch jetzt das Zimmer 1106. Huhu! Jetzt sind wir drin im Zimmer. Wir sind durch diese Tür gekommen und werden euch jetzt das Zimmer ein bisschen zeigen. Ganz wichtig, Maskenpflicht im Zimmer. Nicht. Also ich zeige es euch jetzt mal. Hier haben wir eine Ablage für die Koffer oder für den Chris. Mach deine Beine doch bitte noch ein bisschen breiter. Besser. Wenn man hier reinkommt, das ist ein Familienzimmer, gibt es hier noch ein kleines Bett, was übrigens gemütlicher ist als das Bett im Hauptschlafzimmer. Aber ein bisschen kleiner, das sieht sehr gut aus. Genau. Mit einem kleinen Tisch in der Ecke und sieht ziemlich gemütlich aus. So, dann haben wir hier noch einen großen, sehr großen Schrank. Mit Vorhang. Jetzt geht es weiter ins Badezimmer. Also wir haben ja schon eine Nacht geschlafen, deswegen ist es nicht mehr so ordentlich. Mit einem wunderschönen Waschbecken, mit der gut riechenden Seife. Und das Beste ist natürlich diese riesengroße Dusche. Und der Chris war duschen und sagt, der Wasserdruck ist perfekt. So, hier kommen wir rein ins Hauptschlafzimmer. Mit einem wunderschönen großen Bett. Das sieht wirklich schön aus. Einem Schreibtisch. Dann gibt es hier auch die Gazette oder wie die heißt. Mit einem Stuhl. Ein nachdenklicher Christopher sitzt auch da. Hallo. Müde. Ja, wir fahren gleich nach Hause und legen uns noch ins Bettchen und dann machen wir einen Betttag. Darauf freuen wir uns schon sehr. Ja, das ist der Ausblick. Die Straße und ja, genau. Einmal noch einen Rundumblick. Immer noch müde. Immer noch müde. Das war die Roomtour, die kleine Roomtour. Den Fernseher gibt es natürlich auch. Und genau, wir werden jetzt nach Hause fahren, anderthalb Stunden noch und werden den Tag entspannt genießen. Right? Right. Wie hat dir das denn gefallen, das Hotel Matamba, für 216 Euro die Nacht? Das Hotel finde ich wunderschön. Das ist immer noch mein Lieblingshotel im Phantasialand. Aber hier drunter ist direkt die Haupteingangstür zum Hotel und es ist sehr laut. Vielleicht redest du weiter, meine Stimme ist. Die Haupttür von der Lobby ist eine automatische Tür. Wer schon mal hier war, kennt die eventuell. Und wir haben das Zimmer halt genau über dieser Tür und wirklich. Das knallt auch richtig, das ist so richtig laut. Also einfach bis ein Uhr nachts, diese Tür ging einfach nonstop auf und zu, auf und zu, auf und zu. Ja. Das werden wir jetzt an der Rezeption kurz ansprechen, weil ich finde, wenn, dann kann man das vielleicht als Economy-Zimmer verkaufen, wie im Europapark die Zimmer verkauft werden. Die Bar ist auch direkt hier drunter. Ob ich jetzt genau für das Zimmer nochmal 216 Euro zahlen würde, ich glaube nicht. Ich würde das nächste Mal bei der Buchung irgendwie reinschreiben, nicht Zimmer Nummer 1106. Genau. Ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat dieses Video, kleine Video, gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Like, ein Abo, aktiviert kostenfrei die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Und wo kommt der nächste Vlog her? Wir schauen mal. Wir wissen es nicht. Eventuell Dülmener Weihnachtsmarkt. Ach Quatsch, wir gucken mal. Tschüss. Wie wir geschlafen haben, melden wir gleich.